Herzlich willkommen zum YouTube-Kanal unserer Kirchengemeinde. Ich las gestern eine sehr berührende Geschichte. Ich möchte davon erzählen. Sie ging ungefähr so. Es könnte sein, dass die Schiffe in den Häfen Italiens jetzt für viele Wochen festliegen und dass damit Probleme verbunden sind. Es könnte aber auch sein, dass die Meerestiere ihren Lebensraum jetzt neu entdecken, dass Delfine auftauchen und in den Kanälen von Venedig Fische schwimmen. Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern eingesperrt vorkommen. Aber es könnte auch sein, dass sie anfangen, zusammen zu singen, sich zu helfen, ein neues Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Es begeistert mich zu sehen, was auf den Balkonen in Italien passiert. Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele Menschen eine Freiheitsberaubung ist. Es könnte aber auch sein, dass die Erde aufatmet und die Kinder in den Großstädten Chinas das erste Mal einen blauen Himmel sehen. Es könnte sein, dass Sie, liebe Eltern, die Schließung von Schulen und Kindergärten vor große Herausforderungen stellt. Es könnte aber auch sein, dass es eine Chance ist, Zeit mit den Kindern zu verbringen und die Kinder noch einmal ganz neu kennenzulernen. Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden erleidet. Aber es könnte auch sein, dass wir jetzt lernen, was wirklich wichtig ist. Dass ständiges Wachstum im Grunde eine absurde Idee ist. Dass wir lernen, dass wir verzichten können und auch merken, dass es reicht. Es könnte sein, dass euch diese gegenwärtige Situation überfordert. Aber es könnte auch sein, dass wir in der Krise eine Chance entdecken für einen Wandel zum Guten. Dass die Erde aufatmen kann, Eltern und Kinder in Kontakt kommen, die Gesellschaft entschleunigt wird und dass wir die Geburtsstunde einer neuen Form von Gemeinschaft erleben. Ich glaube nicht, dass dieses der Beginn der Endzeit ist. Ich glaube nicht, dass die Worte der Offenbarung jetzt Wirklichkeit werden. Ich glaube nicht, dass Gott Leid schickt. Und ich glaube auch nicht, dass Gott Corona geschickt hat. Aber ich glaube, dass Gott das Schlechte nutzen kann, um daraus etwas Gutes zu machen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, ich glaube, dass Gott aus allem, aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen für Ihr persönliches Leben. Auf Wiedersehen, bis morgen.